Alle mal ganz kurz leise bitte. Hier kommt mal Juan, der Erfinder der Schweinegrippe. Yeah. Da ist er wieder, dieser kranke Berliner Wichser. Das ist kein Kopf, das ist ein dampfender Benzinkanister. Sind das noch Hände, wenn bis auf den Mittelfinger jeder Finger abgetrennt ist? Hey, wer macht den Trend mit? Du kennst mich, ich scherze, guck, ich habe meine Finger noch. Doch mein Penis fehlt, höchstwahrscheinlich steckt er immer noch in deinem besten Track oder im Rap-Geschäft oder schon wieder an deiner Mama. Macht mal Gangster-Rap, ich disse und bespuck die Fans, bis ich ne kugelsichere Weste brauch wie 50 Cent. Nenn's Größenbahn, aber deutscher Rap ist scheiße und nur ich alleine kann ihn retten. Echt, ich weiß es nicht. Auf meinem letzten Trip hatte ich eine Erscheinung. Jim Morrison, er hat auf mich gezeigt und meint, ich sei der eine, der auserwählt für Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Versteht ihr beiseite, ich muss Rap aus der Kacke holen. One, der Auserwählte ist gekommen, denn ich rette jemand Hip-Hop und zählt mit Titan. Mach One, er ist hier um Rap zu retten, er reißt zu den Twins und den Gangsters. Ich komm, One, der Auserwählte ist gekommen, denn ich rette jemand Hip-Hop, die Schlacht ist gewonnen. Ich bin Mach One und ich werde Hip-Hop aus der Kacke holen. Die fünf Elemente, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wieso eigentlich fünf? Nichts von alledem wird je passieren. Ihr könnt alle gehen und euch diese CD kopieren. Für mein nächstes Album plane ich ein Feature mit Modern Talking. Mit Video in Leggings beim Nordic Walking. Was, Kay? Ich bin so hetero, ich weine beim Kacken. Echt, ich ekel mich beim Wichsen vor meinem eigenen Schatten. I, eine Latte. Ich bin homophob. Ich meinte I, deine Platte. Ich bin phonophob. Hip-Hop ist tot. Echt, dann wird der Torch denn beerdigt. Da trete ich auch mit Sammy, auch wenn ich mehr Geld als er krieg, jetzt ehrlich. Ich respektiere die Pioniere schon. Mein Mund ist der Hater und der trascht immer mit dem Mikrofon. Ich glaub, die sind mit dem Computer verbündet. Was soll ich machen? Ich bring einfach raus, was da drin ist. Ich find es meistens selbst auch geschmacklos und fies. Also fickt euch, ihr Wichser, ihr könnt mich mal bieten. Der Arzt fragt den Wachmann, wer gab dir den Flachmann? Sag! Oh, das war ganz bestimmt. Die Schwester steht grinsend am Fenster und winkt einem nach. Oh, das war ganz bestimmt. Die Zeitungen schreiben von einem, der gestern entkam. Oh, das war ganz bestimmt. Bei den Nachbarn brennt Licht, die sind eigentlich grad gar nicht da. Oh, das war ganz bestimmt. Komm in unsere Bewegung, wir sind grundlos dagegen und regen uns über alles und jeden auf. Scheiß Hater! Ich klebe meine Schuhe auf zwei Skat-Raketen und fahr nach Darmstadt, um der Welt in den Arsch zu treten. Lass uns vom harten Leben auf den Straßen reden. Und ganz schön hart, wa? Oh, ja, ist das Game? Ich rieche Ärger. Hier kommt der Spielverderber. Informiert die Wärter, schützt Weib und Kind. Mach es frei und höchst ansteckend. Geistig behindert, der geistige Ziehsohn von Kurt Cobain. Wie kann man 30 Mal schießen und sein Hirn verfehlen? Ich hab keins und brauch keins, ich hab ein Bravo-Abo. Apropos Bravo, da war man Mach in der Bravo-Abo. Wo soll das hinführen? Denk doch mal nach, bitte. Mach mal mit Spritze im Arm als Bravo-Starschnitt. Frag den Wachmann, wer gab dir den Flachmann? Sag! Oh, das war ganz bestimmt. Die Schwester steht grinsend am Fenster und winkt einem nach. Oh, das war ganz bestimmt. Die Zeitungen schreiben von einem, der gestern entkam. Oh, das war ganz bestimmt. Bei den Nachbarn brennt Licht, die sind eigentlich grad gar nicht da. Oh, das war ganz bestimmt. Medizinschrank und Hausbar sind restlos geplündert. Oh, das war ganz bestimmt. Die Kakteen haben Bissspuren, der Gecko kriegt Kinder. Oh, das war ganz bestimmt. Riechst du das? Das riecht, als wär's Gas. Oh, das war ganz bestimmt. Das Haus macht Boom. Und wer war's? Oh, das war ganz bestimmt. Mach mal. Ich war lange weg, na und kein Grund zu weinen. Ich bin zu, mach dir keinen Kopf. Ich mach dir mal viel Spaß da. Ich hab wirklich Bock auf dieses Album Charten zu sehen. Mach One in den Charts? Nein, wie soll das gehen? Ich bin der ewige Untergrundheld im goldenen Cape. Mit dem Liebbandit im Golden Gate neulich gesehen. So unfassbar verteilt, da kommt nie wieder Rap raus. Mach dir es raus, ruf ihn an, wenn du Track brauchst. Ich mach Tracks für die Psychos, ich mach kranke Tracks. Ich bin Mach, ich bin durch. Das ist Junkie Rap. Herzlich willkommen in der Nachwelt. Alles, was du über mich gehört hast, ist richtig. Aber erzähl mir bitte nicht, was andere sagen. Du bist wirklich schlecht erzogen, man spricht nicht beim Anblasen. Mach One! Nachts nackt auf der Straße, den Schwanz voller Schlagsahne. Mädels, ich hab meine Frage. Mach es ein Punk. Ich hab gefärbte Sackhaare, 8 Arme, 8 Mittelfinger, 8 Mal eine geladene Pumpgun. 8 Schüsse, warte mal.
okay, nachgeladen. Die tragische Comicfigur mit dem sympathischen Dachschaden. Was nur mit Hose? Saftladen. Alles, was du über mich gehört hast, stimmt. Der ist ein Arschloch, der Junkie, macht der Spinn. Alles, was du über ihn gehört hast, stimmt. Der ist korrekt, voll der Künstler, macht es King. Ey, stimmt das eigentlich, dass ja, hier? Ja, stimmt, ist richtig. Nee, das ist alles passiert. Glücklich. Sie erzählen und sie reden, es geht jeden Tag um jemand anders. Ich lass sie stehen und reden, ich geh und geb ihnen Stunden. Sie erzählen und sie reden, es geht jeden Tag um jemand anders. Ich lass sie stehen und reden, ich geh und geb ihnen. Einen Grund, sich die Mäuler zu zerreißen, bis sie in Fetzen hängen. Wenn es um Rap geht, bin ich echt nicht mehr wegzudenken. 7 Jahre für ein Album? Ja, schon saukacke. Und trotzdem kommen noch immer mehr Fans zu Gigs, als in den Raum passen. Ich schlage Frauen, auf Alk raste ich aus. All meine Freunde sind Kriminelle, man kann uns nicht trauen. Oh, man bekommt nie früh genug graue Haare oder jedes neue einer eurer YouTube-Kommentare. Wenn im Internet steht, ich ficke mit Groupies, ist es so gewesen. Obwohl ich bin impotent, hab ich auch irgendwo gelesen. Komisch, wie geht das? Ich lade jeden von euch ein, lasst euch was einfallen. Macht gehört eben nicht mir allein. Nein, ich bin öffentliches Hab und Gut. Wart mal, vielleicht bin ich gar nicht ich. Mach bist du, das hier ist alles nur eine schizophrene Wahnvorstellung. Ich bin nur ein durchgedrehter Mach-One-Fan und du bist schuld. Wegen dir bin ich auf 10 Pappen hängen geblieben. Ich werd mich nie mehr erkennen und lebe in deinen Tracks. Du bist früher wirklich besser gewesen. Hörst du dir zu, wenn du redest? Das ist lächerlich. Okay, ein kleines bisschen verrückt ist das schon. Wer macht, der redet von sich in der dritten Person. Nein, ich rede von mir überhaupt nicht mehr als Mensch. Diese Menschen sind da draußen. Jeder von euch kennt sie. Und sie erzählen und sie reden. Es geht jeden Tag um jemand anders. Ich lass sie stehen und reden. Ich geh und geb ihnen Stunden. Sie erzählen und sie reden. Es geht jeden Tag um jemand anders. Ich lass sie stehen und reden. Alles, was du über mich gehört hast, stimmt. Zwei Männer 13 Persönlichkeiten meinen, ich sei verrückt. Sie lügen, ich bin zurück wie damals. Ja, ich bin zurückgeblieben. Christoph, wer ist das? Ich stech den scheiß Wichser nieder. Ich bring mich um und ihr schreit, nein, nicht schon wieder. Doch wie hart hab ich mich weggeschossen seit der Zeit im letzten Loch. Wart mal, vielleicht lebe ich noch. Ich glaub, ich führ Elektroschock. Die Schwester klopft und sagt, sie werden weggeschlossen, Schicht im Schacht. Ich hätte wohl doch nicht sagen sollen, ich steck dich trocken, Pillenschachtel. Mitternacht, es regnet stark, dann donnert's, man hört krankes Lachen. Gitterfenster, Zelle, Machi springt aus seiner Zwangsjacke. Hi. Und das Böse reicht ihm freundlich die Hand. Schon mal im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt. Mach mir die Tür auf, her, lass den Irren raus. Aufstand im Irrenhaus, wer von euch Freaks kommt mit mir. Mach uns die Tür auf, her, lass die Irren raus. Aufstand im Irrenhaus, wer ist hier irre los? Raus hier! Ich führ euch, ihr Geisteskranken, euer Freund macht weiß wo lang. In einer Reihe, Hand in Hand, im Gleichschritt bis zum Abgrund. Dann bereit machen zum Abflug. Und Jungs, seid ihr mit mir? Nein. Okay, wenn ich es sage, springt ihr. 1, 2, 3, 4 Springt in euer Ende los, springt wie die Lemminge. Springt, springt, nur keine Hemmungen. Springt, ihr kleinen Lemminge. Springt, nehmt euch an den Händen und springt, meine Lemminge. Springt, springt in euer Ende los, springt, ihr kleinen Lemminge. Springt. Lemminge, stopp! Gehirn einschalten, bitte! Klick! Kavalierstart! Was für ein Tierpark, Gitterstäbe aus Papierkram! Mauern aus Angst und Kameras vor jeder Tür, da ist nichts, das nicht brechen, verbrennen und explodieren kann! Sie haben das Genie entlassen! Das ist kein Kopf, das ist ein klassischer Chemiebaukasten! Einen Schlangenlinien den Gang entlang riechender Mann mit bandagierten Armen sabbert verwirrt sein Spiegelbild an. All meine kopfgefickten Jünger, hört gut zu, lass mich berichten. Laut den ersten 20 Seiten des Kochbuchs für Anarchisten könnte jedes Bier ein Molly sein. Nein. Jeder Zug mit Bombing eine rollende Zeitbombe kommt, wir reißen heute den Kotti ein. Glaubt es oder nicht, ich bin clean. War nicht leicht, an jeder zweiten Tür steht drücken und ziehen. Zieht bitte die Bleigürtel fest, wir kommen schon jetzt zu meinem Lieblingsteil. So meine Freunde, heute bring ich euch das Fliegen bei. Springt in euer Ende los, springt wie die Lemminge. Springt, springt, nur keine Hemmungen. Springt, ihr kleinen Lemminge.
Lemminge stopp! Lemminge springt! Springt! Lemminge! Springt! Lemminge springt! Springt! Lemminge! Springt! Lemminge! Nehmt euch an den Händen und springt, meine Lemminge! Springt! Springt in euer Ende, los springt, ihr kleinen Lemminge! Springt! Feinde, vielleicht bild ich mir ein, kann sein, egal, ich traue keinem, ich lass mich nicht rein. Ich bin deine Frau. Nein, das musst du erstmal beweisen. Wie heißt du? Joscha. Scheiße, sie weiß es. Zu viele Menschen wissen jeden Scheiß über mich. Warum trage ich auch jeden Tag das gleiche Gesicht? Warum verkleide ich mich nicht? Warum zieh ich nicht nach Heidelberg? Warum würde ich nicht mal nach Heidelberg ziehen, wenn ich nicht völlig pleite wär? Kreuzberg, ich fühle hier keine Liebe mehr. Und trotzdem schlägt mein Herz für diesen blutbefleckten Krisenherd. Irgendwo hinter mir ruft jemand meinen Namen. Und sofort zieht ein stechender Schmerz durch drei meiner Narben. Seit ich einen Namen habe, erzählen sich Bitches Geschichten. Einiges
davon ist wahr, anderes nicht. Wenn die Bitch mich nicht mag, hat die Bitch Grund zu lügen. Wenn du Bitch dieser Bitch glaubst, bitcht in Frieden. Hier steh ich nun und bin ein begehrtes Ziel. Denn man kennt mein Gesicht und man hört zu viel. Und man glaubt, ich bin so fame, so reich, so krass. Fick, was du glaubst, ich bin Mach. Es gibt da diese Story, wo ich mies zu so einem Jungen war. Das tut mir leid, das war mies, es stimmt. Aber wieso erzählt niemand mal die ganze Geschichte? Da kommt ein Junge, zieht ein Messer raus und rammt's in den Tisch. Ich steh auf und frag noch, ist das hier jetzt Spaß oder nicht? Kennst du einen von den Jungs hier? Denn ich kannte ihn nicht. Statt zu sagen, was jetzt los ist, hat er mich grundlos beleidigt. Und so dachte ich, das wäre ernst, also hab ich mich verteidigt. Jede Story hat zwei Seiten, nur ich werde nicht gefragt. Ich hab da was gehört, also fick dich, Mach. Natürlich fickt mich das, jeder sagt, Dicker, scheiß drauf. Ich sag, wenn deine Stadt dich nicht mag, hör doch gleich auf. Hier steh ich nun und bin ein begehrtes Ziel. Denn man kennt mein Gesicht und man hört zu viel. Und man glaubt, ich bin so fame, so reich, so krass. Fick, was du glaubst, ich bin Mach. Ich hab's echt satt, das hier immer wieder sagen zu müssen. Ich bin kein Gangster-Rapper, ich bin Untergrundkünstler. Manchmal bin ich peinlich, meistens seh ich scheiße aus. Du bist immer stylisch und du bringst nur Scheiße raus. Sie sagen, ich hätte schlecht über sie geredet. Nein, nicht bevor sie mich gestochen haben, im Gegenteil. Wie auch immer, jetzt ist mein Leben gefickt. Denn seitdem vermute ich Gegner hinter jedem Gesicht. Und hier in der Gegend leben ist nicht leichter geworden. Doch ich geh nicht weg, scheiße, ich wär beinahe gestorben. Und bei jedem Track versuche ich dieses Thema zu vermeiden. Ich kann nicht mehr, diesen Track hier musste ich schreiben. Und hier steh ich nun, ich bin ein begehrtes Ziel. Denn man kennt mein Gesicht und man hört zu viel. Und man glaubt, ich bin so fame, so reich, so krass. Fick, was du glaubst, ich bin Mach. Hier steh ich nun und bin ein begehrtes Ziel. Denn man kennt mein Gesicht und man hört zu viel. Wenn du glaubst, dass ich reich, fame, Gangster und krass bin, fick, was du glaubst, es ist Schwachsinn. They say what they like, but I've been, but I've been that way. Herr Steinhäuser? Sie haben jetzt Ihren Termin bei Dr. Jotta. Herr Steinhäuser, bitte begeben Sie sich in Behandlungszimmer 361. Kommen Sie rein, setzen Sie sich, Tee vielleicht, nein, dann fangen wir gleich mal an, erzählen Sie einfach mal. Wieder arbeitslos mit 54, Selbstmord, ich bitte Sie, bleiben Sie vernünftig. Das ist noch kein Grund durchzudrehen und alles hinzuschmeißen, es gibt immer einen Ausweg, wir finden einen. Sie sind pleite, das ist scheiße, aber das heißt nicht, dass Ihre Frau Sie auf einmal verlassen wird. Und Ihre Tochter ist nur pubertär, es ist normal, dass sie sich den ganzen Tag nur beschwert. Trinken Sie mehr, investieren Sie in eine Kiste Bier täglich. Ach und hier, ich geb Ihnen mal die Nummer meines Koks-Tickers. Der kriegt Ihr Ego wieder hin, das ist todsicher. Und vielleicht hilft er Ihnen auch geschäftlich. Wenn's um Geld geht, hat er viele Connections. Wenn du jemanden brauchst, mit dem man reden kann, komm und vertrau mir dein Leben an. Suchst du einen, der die Antwort kennt? Frag Dr. M. Komm rein, kleine Lady, nimm Platz, lehn dich zurück und erzähl dem lieben Onkel Doktor, wo der Schuh drückt. So, du hast keine Freunde und in deiner Klasse gibt es nur gemeine Leute, die dich meiden, weil du arm bist und dir keine teure Kleidung leisten kannst, kein iPhone hast. Warum meinst du, dass sich deine Eltern scheiden lassen? Bitte weine nicht, der Onkel Doktor weiß schon was. Ich schenk dir dieses kleine Notizbuch. Pass gut drauf auf, denn ab heute notierst du dir jeden, der dich mobbt, jeden, der dich zum Weinen bringt. Mit Namen und Anschrift notier dir jeden Einzelnen. Und wenn du groß bist, gehst du zur Polizei. Dafür muss man nicht beliebt sein, auch nicht schön oder reich, nicht mal schlau. Aber du kriegst eine echte Waffe und dann gehst du dieses Buch durch und rechnest ab. Wenn du jemand brauchst, mit dem man reden kann, komm und vertrau mir dein Leben an. Ein, der die Antwort kennt, fragt Dr. M. Junge Frau, was sind das für traurige Augen? Nehmen Sie Platz und ziehen Sie sich aus. Ich meinte, legen Sie den Mantel ab hier. Und nun erzählen Sie mal, was ist passiert? Ihr Mann war leitende Kraft in der Werbung. Jetzt ist er pleite, kackt ab und trinkt Sternbuch. Und Sie glauben, Ihr Mann dealt mit Drogen? Oh. Und Ihre Tochter verwanzt Ihre Wohnung? Oh nein, geben Sie sich nicht die Schuld.
an meine Schulter an. Weinen Sie ruhig, bei mir sind Sie wirklich sicher. Aber das mit Ihrem Mann geht so wirklich nicht mehr. Ich hätte heute Abend nochmal Zeit für Sie. Sagen wir 8, kommen Sie einfach vorbei bei mir. Ein persönliches Gespräch und ein gutes Essen wird Ihnen helfen, Ihren Mann zu vergessen. Wenn du jemand brauchst, mit dem man reden kann, komm und vertrau mir dein Leben an. Suchst du einen, der die Antwort kennt? Frag Dr. M. Wenn du jemand brauchst, mit dem man reden kann, komm und vertrau mir dein Leben an. Suchst du einen, der die Antwort kennt? Frag Dr. M. Herr Doktor, ich hab meine... Hä? Wer sind Sie denn? Sie sind ja gar nicht... Du kommst zu dir völlig verkatert in der kalten Wanne. Schwammiger Blick, schwammige Haut, geistige Leichenstarre. Keiner da, der dir sagen kann, was gestern Abend war. Es ist wieder wie jeden Tag, wieder mal die gleiche Kacke. Es riecht verbrannt und du kriechst voll Angst Richtung Wohnzimmer. Da liegt dein Schrank und qualmt, ab heute hast du Wohntrümmer. Du schiebst die Reste auf den Spiegel zusammen, siehst ne Bahn, kriechst Richtung Fenster und siehst nach, was du im Hof findest. Wer braucht ne Ledercouch? Du hast einen weichen Teppich und scheiß auf die Blaze, das Leben draußen hat reichlich actionwendig. Nicht alles täuscht, waren die Wände mal weiß, aber scheiß, der Hund drauf so ein Zimmer hat auf was, wenn es geil getaggt ist. Geht schon. Du kriegst zum PC, der PC ist noch an. Facebook ist offen, du erinnerst dich ganz dunkel daran, hier gestern Abend noch gesessen zu haben. Oh verdammt, du hast noch Fotos hochgeladen. Gestern war für mich die Welt noch so niveaulos. Heute früh fand ich mich selbst auf bösen Fotos. Da war ich wohl im Selbstzerstörungsmodus. Aber alles wird gut. Alles wird gut, Mama, alles wird gut. Alles wird gut, Mama, alles wird gut. Oh, warte mal, Mama, mach dir keinen Kopf, das sieht schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war, na klar, nehm ich die Bilder raus. Oma, die hat doch gar kein Facebook, oder? Scheiße, sag ihr, das war kein Mann, meine Freundin hat sich bloß verkleidet. Nein, Mama, das ist kein Tattoo, das kann gar nicht sein. Wer doch guckt von mir wirklich, ich kann doch gar kein Latein. Pilze? Steinpilze, wir haben spät noch gegessen, wie du gesehen hast, lag da ja auch voll viel Mehl auf dem Esstisch. Ich hab auf der Straße geschlafen, auf keinen Fall, da hast du dich verguckt, das wäre ja mal gar nicht der Lifestyle. Polizei, Polizeiauto, ich niemals, nein, geht doch gar nicht, du weißt doch, ich hab gar keinen Führerschein. Tote Hühner? Nein, perverser Kram mit Tieren. Sag mal, ich mal mir doch hier kein Pentagramm an die Tür. Was für ein Hotel? Ich hab in keinem Hotel randaliert. Kann gar nicht sein, wir waren die ganze Nacht bei mir. Gestern war für mich die Welt noch so niveaulos. Heute früh fand ich mich selbst auf bösen Fotos. Da war ich wohl im Selbstzerstörungsmodus. Aber alles wird gut. Alles wird gut, Mama, alles wird gut. Echt, ich höre nur noch Elektro. Selbst jetzt, wo ich rappe, läuft im rechten Ohr Techno, im linken Ohr Goa. Boah, geiler Reim. Feiereien ohne Drogen? Leider nein, ich geb mir immer noch die Kante wie zu Passbox-Zeiten. Frühsport heißt 10 SMS, es tut mir ganz doll leid schreiben. Meine Freunde meinen nicht cool, klarkomm. Und sie haben recht, LSD-Pool, Arschbombe. Ich bin schizophren, sobald ich saufe, kommt der Mach raus. Ein Mittelpunktsneurose, Drogenfreak, gib mir Applaus. Ich kann nicht vor mir abhauen und nicht mit mir leben. Ich will mich ändern, aber lasse nicht mit mir reden. Mann, du verschwendest dein Talent, das muss ich mir nicht anhören. Dann mach ich eine Nachtparty und hab eine Woche Upturn. Hey, mach One, Mann, wann kommt dein Album? Wenn ich wach bin, ich glaub, ich hör auf mit diesem Schwachsinn. Schwachsinn. Komm, meine Nase geht noch. Nee, lass mal. Komm, ich geb aus. Ey, nee, wirklich nicht. Alter, komm schon, lieg doch schon da. Hier. Ey, nein! Doch. Na, okay. Ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch geht? Okay, die eine oder andere Schraube fehlt, aber
Aber ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Topfpflanze? Oh ja, es ist ein Wunder, dass mein Kopf noch geht. Es ist kein Wunder, dass die eine oder andere Schraube fehlt. Ja, es ist ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Topfpflanze. Der Kopf platzt, ich kotz fast, ich kann nicht mehr gehen. Vielleicht hilft eine Nase Schnee, wow, und Bombenidee. Mein Körper symbolisiert mich, für heute reicht's, stopp das. Und mein Gehirn sagt Opfer. Ich bin erwachsen, ich sollte inzwischen wissen, wann Schluss ist. Aber am Suff ist mir alles Latte, das Leben ist lustig. Und dank all diesen Mädchen hat der Spaß erst ein Ende. Wenn dann jeder, den du kennst, sagt, dass er dich nicht kennt. Denn du bist nicht mehr derselbe Mensch, dein Spiegelbild fremd. Inzwischen gefällt dir selbst nicht mehr, was du über dich denkst. Und du kennst, dich zu ändern, du denkst, dich zu ändern, der leicht, aber nein, du bist längst nicht mehr frei. Denn wenn eine Lein liegt, dann erwacht dieses Biest in dir. Gib sie dir, zieh sie, da liegt sie schon, siehst du, sie riecht nur, es liegt Kerosin in der Luft. Verdammt, gib mir den Scheißschein, aber morgen ist Schluss. Und der Morgen kommt, du weißt, du hast es versaut. Und der Fremde im Spiegel steht da und lacht dich aus. Du hast verloren, du weißt es und es regt dich auf. Ich hab nie aufgehört zu kämpfen, bitte gib mich nicht auf. Ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch geht? Okay, die eine oder andere Schraube fehlt, aber ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Topfpflanze? Oh ja, es ist ein Wunder, dass mein Kopf noch geht. Es ist kein Wunder, dass die eine oder andere Schraube fehlt. Ja, es ist ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Topfpflanze. Oh ja, es ist ein Wunder, dass mein Kopf noch geht. Es ist kein Wunder, dass die eine oder andere Schraube fehlt. Ja, es ist ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Topfpflanze. War? Nee, nee. Na klar, Mann. Hast du was zu kiffen? Nee, ich kiff gar nicht. Nee? Na, hast du denn Teile oder was zu zuppeln oder sowas? Nee, Mann, Drogen sind scheiße. Ich bleib draußen, ihr kriegt mich nicht. Mama hat immer gesagt, wart mal ab, bis du Kinder hast, dann kriegst du alles wieder. Du kleiner Behinderter, guck nicht wortwörtlich, aber so ähnlich war's. Und ich saß auf der Straße rum, weinend vom Tränengas. Mein größter Fehler war's, mit 5 Grenade zu trinken. Ich wär inzwischen so schön verblödet wie all ihr Behinderten. Look, hack, alle viel zu kleiner Fernseher hier, Scheißschuppen. Schnauze hier, Drecksgehörn, Papa will RTL 2 gucken. Machi wurde im Schacht von den Bullen gejagt, hatte sein Kinderzimmer voller junger Kunden für Gras. Hatte immer mal wieder kummervolle Stunden im Knast und wird dir auch heute noch sagen, dass es wundervoll war. Sie haben mich angezeigt, sie haben nach mir gefahndet, haben mich abgerissen, mich grün und blau geschlagen, haben am Ende sogar noch versucht, mich zu kaufen. Aber nichts, ich bin frei, ich bin immer noch draußen. Ich hab laut darum gebeten, sperrt mich ein. Doch hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft, sperrt mich ein. Nein, hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft, sperrt mich ein. Ja, ich hab nur Scheiß gebaut, wird mein Kind für ich Oliver Twist. Viel Spaß im Waisenhaus, 6 Jahre Bewährung, bis heute ohne Widerruf. Abwarten, da kam grad ein Brief an Haus Friedensbruch. Ich hab alles gesehen, von Moabit bis nach Stadelheim. Keine 10 Pferde kriegen mich heute nochmal da rein. Am Ende des Tunnels ist Licht, ein Bewegungsmelder. Mein bester Freund ist mein Bewährungshelfer. Ich hasse meinen Briefkasten und geh in Deckung, als wär der verdammte Briefschlitz eine Schießscharte. Paranoid, ich sag dir, hinter dem Briefmarken vom Polizeipräsidenten kleben garantiert was. Ein paar Dinge peil ich nicht. Wieso darf ich nicht auf Wodka randalieren, den man bei Aldi kriegt? Wieso dürfen mich die Bullen verprügeln? Und wieso heißt es trotz Augenzeugen und Fotos, wir lügen? Hier in Ruhe leben heißt Füße stillhalten, nicht auffallen, immer alles abnicken, Streit schön raushalten. Aha. Hände schütteln, Schulter klopfen, nur nicht die Faust ballen. Obwohl, wenn du dir einen fickst, geht das auch mal. Ich hab laut darum gebeten, sperrt mich ein. Doch hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft, sperrt mich ein. Nein, hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft, sperrt mich ein. Sie haben nach mir gefahndet, haben mich abgerissen, mich grün und blau geschlagen, haben am Ende sogar noch versucht, mich zu kaufen. Aber nicht, ich bin frei, ich bin immer noch draußen. Ich hab laut darum gebeten, sperrt mich ein. Doch hier steh ich nun und predige bei Kerzenschein
meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft: Sperrt mich ein! Nein, hier steh ich nur und predige bei Kerzenschein. Im schützenden Kreis meiner Fangemeinde. Draußen wartet der Mob und ruft: Sperrt mich ein! Anstatt rauszugehen und zu bomben, gebe ich heuer schmierige Autogramme mit meinem Pseudonym als MC. Untergrund bedeutet anonym sein, in diesem Punkt habe ich versagt. Leider kläglich mein Fehler, der einzige Schandfleck meiner Karriere ist eine Lappalie. Was? Wenn selbst der unmessbar große THK sich diesen einen kleinen Fehler eingestehen kann, sollte sich jeder von euch seine unzählbar vielen großen Fehler eingestehen und das Mic ganz leise beiseite legen, bitte. Deine Pläne sind so kleine Pläne, es sind keine Pläne, nur die ganz, 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 ganz großen Ideen sind auch erwähnenswert. Du willst legendär werden? Lerne hier, lerne bei mir, lerne von uns, lerne den Mund zu halten, wenn du nicht gefragt bist. Spaß, das ist ein guter Plan und jetzt schweig, kleiner Junge, schweig und hör zu, wenn wir reden. Wenn wir reden, schweigst du und lauschst den Ideen der Gäste. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Ich hab mich mit 14 schon mit starrem Kiefer in große Ideen verbissen. Den kleinen blonden Jungen reinreden, vergiss es. Bisschen autistische Züge sind mir leider nicht abzusprechen. Wenn mich der Wahn packt, Essen hab ich glatt vergessen. Schlafen, ich lieg 2 Stunden wach und der Kopf rast. Ich muss dem weißen Rauschen folgen, ich bleib doch wach. Eins dieser Bilder, nur eins, wenn ich es halten kann, reicht das und ich hab es geschafft. Deine Frau will ein Kind von mir und ich gebe ihr eins von den nervigen Nachbarn. Ich habe einen Schlachtplan entworfen. Es geht um Folgendes. Wie ist der Plan? Der Plan ist, also der Plan ist, was Spontanes zu tun. Ich komme mit einer Bazooka geladen, um Schaden anzurichten. Schädlingsbekämpfung. Dabei geht es in erster Linie um das Vernichten von Kraut und Rübe. Ich überlebe euch trübe Tassen, weil ich mich in Spontanität übe. Und niemals lüge, du Hurensohn! Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Und nur die größten Ideen, die größten Pläne werden legendär. Kommt mir vor, als hätte ich irgendwen verärgert, der mir seit
seitdem folgt und mir den Weg verbaut zu meinem Erfolg. Mann, ich glaub wieder mal lieber an eine höhere Macht, anstatt zu akzeptieren, was tief in mir schon brodelt und fast aus mir herausbricht. So offensichtlich für jeden, ich bin Boss, wenn es darum geht, sich selbst im Weg zu stehen. Untergrund oder Angst vorm Erfolg, schlechtere Rapper und deren Platten gegen Gold. Ich hab mehr Deals verpasst als das BKA. Was für ein Vollidiot, na, vielleicht brauch ich das ja. Brauch ich das? Rücken zur Wand, Blick in den Abgrund. Vielleicht brauch ich das. Ich liebe den Rausch kurz vor dem Absprung. Sag mal, brauch ich das? Ich sehne mich nach ruhigen Gewässern, auch wenn das Leben sich doch sehr viel echter anfühlt, wenn ich Stress hab. Brauch ich das? Rücken zur Wand, Blick in den Abgrund. Vielleicht brauch ich das. Ich liebe den Rausch kurz vor dem Absprung. Sag mal, brauch ich das? Ich sehne mich nach ruhigen Gewässern, auch wenn das Leben sich doch sehr viel echter anfühlt, wenn ich Stress hab. Brauch ich das? Rücken zur Wand, Blick in den Abgrund. Vielleicht brauch ich das. Ich liebe den Rausch kurz vor dem Absprung. Sag mal, brauch ich sehne mich nach ruhigen Gewässern, auch wenn das Leben sich doch sehr viel echter anfühlt, wenn ich Stress hab. Brauch ich das? Rücken zur Wand, Blick in den Abgrund. Vielleicht brauch ich das. Ich liebe den Rausch kurz vor dem Absprung. Sag mal, brauch ich das. Ich sehne mich nach ruhigen Gewässern, auch wenn das Leben sich doch sehr viel echter anfühlt, wenn ich Stress hab. Brauch ich das? Rücken zur Wand, Blick in den Abgrund. Vielleicht brauch ich das. Ich liebe den Rausch kurz vor dem Absprung. Ich zähle 3 Tequila, Tequila 3, 2, 1, Shot. Was mit der Frau da? Deins, meins. Und die da drüben? Deins, meins. Sind doch Brüder, teil mal ein Date. Alter, geil's halt. Werden ja sehen, ihr zwei, ihr wacht morgen auf und ich lieb nackt daneben. Siehst du, Prost. Vertrau mir einfach. Ist doch mein Gras, oder? Oh, bau doch einfach. Ist doch mein Glas, oder? Mann, frag nicht, sauf, das ist dein Gras, dein Glas und deine Frau. Und hier, nimm meine Aura, halt's Maul. Ich raste aus, Mo, ich raste aus. Lass uns teilen wie Brüder, komm, lass uns feiern wie Brüder. Wir können uns streiten wie Brüder. Das schon mal tun. So soll es sein, meine Brüder. Erst ziehst du mir eine drüber, dann zieh ich dir eine drüber und dann ist gut. Komm, lass uns teilen wie Brüder, komm, lass uns feiern wie Brüder. Wir können uns streiten wie Brüder, das schon mal tun. So soll es sein, meine Brüder. Erst ziehst du mir eine drüber, dann zieh ich dir eine drüber und dann ist gut. Ey, mach, bist du jetzt sauer? Nee. Echt nicht? Nein, Mo. Du bist doch sauer. Nee, echt nicht. Ich heil es doch. Bist du echt nicht sauer? Nee, nee, wirklich nicht. Komm mir nur vor, als ob die Stimmung hier gerade komisch ist. Sag mal, mach, du bist doch scheiße drauf. Guck mal hier, mein Glas, mein Gras, meine Frau. Willst du auch? Ja. Okay, das Glas geht klar. Mo. Naja, ich frag sie mal. Mo. Die Frau, okay, aber das Gras geht gar Mo. Nicht. Wir sind doch Brüder. Mo. Du kriegst mein Gras nicht. Hey. Okay, Boy, machst du einen Filter? Der Tabak muss da auch rein. Gib mal Tabak. Warte, hast du nicht? Ich hab doch gewusst, dass du ein Assi bist. Da war nur Spaß, ich hab Kippen, ey, Dicker. Kein Grund, hier gleich auszukommen. Komm, lass uns teilen wie Brüder. Komm, lass uns feiern wie Brüder. Wir können uns streiten wie Brüder, das schon mal tun. So soll es sein, meine Brüder. Jetzt ziehst du mir eine drüber, dann zieh ich dir eine drüber und dann ist gut. Komm, lass uns teilen wie Brüder, komm, lass uns feiern wie Brüder. Wir können uns streiten wie Brüder, das schon mal tun. So soll es sein, meine Brüder. Jetzt ziehst du mir eine drüber, dann zieh ich dir eine drüber und dann ist gut. Ey, mach. Bist du jetzt nicht sauer, oder? Ihre Haut weich wie ein Pfirsich. Ich kann den Blick nicht von ihr nehmen. Ihre Haare duften nach Rosen. Sie ist einfach wunderschön. Eine Stimme wie ein Engel. Ja, und dann hat sie gekackt. Schon als Jugendliche hat sie ihre Wohnung verwandt.
Toto und Harry, sie schaut sich auch die Wiederholungen an. Jetzt ist sie erwachsen, hat ihren Eignungstest mit Auszeichnung bestanden. Beginnt mit der Ausbildung, bald hat sie die eigene Pistole im Schrank. Sie ist ein Rohdiamant, der Ausbilder ist ein harter Hund. Zumindest im Job privat schubst seine Alte ihn rum. Doch darüber weiß sie nicht, Melanie. Sie genießt den rauen Umgang unter den Männern hier, Melanie. Oh Melanie. Der eine Kollege, der Patrick, Zeit seines Lebens geknechtet. Glaubt echt, dass er nach bestandenem Test in der Uniform endlich Respekt kriegt. Doch er ist schmächtig und hässlich, der Patrick, Respekt, ha. Kollegen lachen, nee, Patty, echt nicht. Doch Melanie mag ihn, denn während der Schule erging es ihr ähnlich. Auch sie hat nie ganz verkraftet, was hier damals alles geschehen ist. Doch mehr dazu später, dasselbe Stück, derselbe Beat, das ist sie. Die Geschichte von Melanie. Das drauf, wenn du nur an dich glaubst. Ja, auch du kannst es machen wie die Melanie. Ja, auch du hast es drauf, wenn du nur an dich glaubst. Ja, auch du kannst es schaffen wie die Melanie. Es ist soweit, sie darf zwei Kollegen auf Streife begleiten. Von denen der eine, der Rainer, sie scheinbar gut leiden kann. Im Einsatz ist er ein Schwein. Er schmeißt bereits seit 10 Jahren am 1. Mai aus den hinteren Reihen in Zivil den ersten Stein. Der Rainer verdient auch mal gern was im Monat dazu. So verschwindet das Koks ab und zu, wenn der Rainer eine Wohnung durchsucht. Und Rainers Passmann, der Dirk, nichts gesehen, nichts gehört, steckt seinen Anteil ein und schweigt. Dirk ist ein wenig gestört, dann führt der Dirk ein Verhör, dann wird ausführlich gefoltert. Und fällt ihm mal einer die Treppe hinunter, dann ist er natürlich gestolpert. Doch darüber weiß sie nicht. Sie genießt den rauen Umgang unter den Männern hier. Oh Melanie. Und auch du hast das drauf, wenn du nur an dich glaubst. Ja, auch du kannst es machen wie die Melanie. Ja, auch du hast es drauf, wenn du nur an dich glaubst. Ja, auch du kannst es schaffen wie die Melanie. Jetzt ist er da, nach langem Warten, ihr großer Tag, endlich. Melanie hat bestanden, kriegt ihre Dienstwaffe ausgehändigt und wird neu dekoriert, wie die Kollegen sich freuen. Doch Melanie hat nur Augen für die Walter P99. Der leitende Polizeidirektor gratuliert ihr persönlich. Sie war Jahrgangsbeste, die ganz große Karriere wär möglich. Doch sie hört ihm nicht zu, sie ist im Gott-Modus. Hab ich erwähnt, dass Melanie in der Schule gemobbt wurde, sie hat Buch geführt und noch einiges zu bereinigen. Sie hat auch heute noch Name und Anschrift von jedem Einzelnen. Und wer da drin steht, hat Pech gehabt, denn jetzt geht sie ihr Buch durch und rechnet ab. Wenn du nur an dich glaubst, ja auch du kannst es machen wie die Melanie. Ja auch du hast es drauf, wenn du nur an dich glaubst, ja auch du kannst es schaffen wie die Melanie. Ausschlafen, träumen wie der Tag wird, aufwachen. Genau das, was du geträumt hast, auch machen. Jede Wolke auslachen, wegpusten, rausbacken. Raus in die Stadt, auf in die Schlacht. Weg unterm Fuß, hat Gepäck in der Tasche. Mensch ist sie süß, die hat Gebäck in der Tasche. Herrengedeck, Klatsche, fallen lassen, 6 Stufen. Nett gucken am Kotti, wo Crackies ihr Besteck suchen. Kreuzberg 36, Touris fragen nach dem Weg, suchen nach der Szene und ich weiß genau, wo lang es geht. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. Guck, wie man's macht, Digga, this is der Lifestyle. Ha, this is der Lifestyle. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. Guck, wie man's macht, Digga, this is der Lifestyle. An jeder Ecke Bräute adden, hübsche Frau im Minirock. Wo gehen wir heute essen? Alte Kreuzberger, Häuserecken neu entdecken, weiße Wände neu taggen, alle meine Freunde treffen. Wär doch Trauer, wenn wir einen Tag vergeudet hätten. Wo ist heute Action? Lass mal durch die Stadt fahren. Schnapp dir dein Bike ab zur Spree, lass mal nackt baden. Nachts im Park, Lagerfeuer und Beats. Alle zusammen erleben mein Abenteuer im Kiez. Es macht so Spaß, sich das reinzuziehen. Scheiße, ich hab mich schon wieder in euch alle verliebt. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. Guck, wie man's macht, Digga, this is der Lifestyle. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. Guck, wie man's macht, Digga, this is der Lifestyle. Ha, ha, ha.
Ha, was für eine geile Nacht, deine, meine, unsere Stadt. Was wir gefeiert haben, passt nicht in einen Tag. Wir feiern reinen Tag, Kaffeetisch und Heinrichplatz. Überall willkommen sein, weil man keine Feinde hat. Was für eine geile Nacht, deine, meine, unsere Stadt. Was wir gefeiert haben, passt nicht in einen Tag. Wir feiern reinen Tag, Kaffeetisch und Heinrichplatz. Überall willkommen sein, weil man keine Feinde hat. Peilste, this is der Lifestyle. This is der Lifestyle. This is der Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker, this is der Lifestyle. This is their lifestyle. This is their lifestyle. This is their lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker. This is their lifestyle. Ha, 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 ha. Maxim hat den Lifestyle. What up hat den Lifestyle. Yeah. KIZ hat den Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker. Wir haben den Lifestyle. Kev hat den Lifestyle. Mo hat den Lifestyle. Yeah. Shea hat den Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker. Wir haben den Lifestyle. Phil hat den Lifestyle. Jan hat den Lifestyle. Kane hat den Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker. Wir haben den Lifestyle. Isa hat den Lifestyle. Yeah. Echo hat den Lifestyle. Jules hat den Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker. Wir haben den Lifestyle. Marin hat den Lifestyle. Felix hat den Lifestyle. Phil hat den Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker. Wir haben den Lifestyle. Dicker, wir haben den Lifestyle. HSK hat den Lifestyle. R.I.B. hat den Lifestyle. Guck, wie man's macht, Dicker, wir haben den Lifestyle. Nujan hat den Lifestyle. Moment, Nujan hat den Lifestyle überhaupt nicht. Der hat sich letztens mit dem Türsteher geprügelt. Und das ist ja mal gar nicht der Lifestyle. Aber ey, ich glaub, der lernt es auch noch. Bin ich mir sicher. Irgendwann muss er ja was lernen. Yeah. Weil das ist der Lifestyle, Dicker. Ich hab sie sagen hören, du kannst es, wenn du nur an dich glaubst. Sie sagten auch, du wirst es schaffen, Mann, gib nur niemals auf. Ständig halt ich den Kopf hoch, nur auf ihre Empfehlungen. Warum macht ihr mir Hoffnung? Warum quält ihr mich? Ich hab Pläne geschmiedet, glaub mir, Ideen hatte ich viele. Ich hab nie meine Ideale verraten. Ich bin so real geblieben wie niemand außer mir. Ich liebe dieses Wort real wie ein Tumor, der mich killt. Ich krepiere hier. Schickt mir den Teufel, Leute, nehm ich den Deal und unterschreibe in Blut mit ganz ruhiger Hand. Was willst du, meine Seele? Die ist eh kaputt, ich gebe sie dir. Deal ist Deal, komm mir jetzt nicht wieder an. Ab, als ich klein war, dachte ich, das Leben wird leichter, wenn ich erst einmal erwachsen bin. Heute muss ich mir eingestehen, leider bin ich schlecht in Mathe. Meine Rechnung ist nicht aufgegangen. Mit 29 kotzt einem das Leben auch noch an. Nichts von dem, woran ich mein Leben lang glaubte, hat sich ausgezahlt. Von all diesem nie aufgegeben bin ich ganz ausgelaugt. Ich brauch auch ne Glückssträhne, ich muss endlich raus. Manchmal glaub ich, ich bin nicht von dieser Welt. Ich fühl mich hier nicht zu Hause. Nichts, woran ich glaube, stimmt zumindest nicht auf dieser Welt. Was soll ich anders machen? Ich hab keine Lust, mich anzupassen. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich fühl mich hier nicht zu Hause. Nichts, woran ich glaube, stimmt zumindest nicht auf dieser Welt. Was soll ich anders machen? Ich hab wirklich keine Lust, mich anzupassen. Ich hab sie sagen hören, der vierblättrige Klee bringt Glück. Sie sagten auch, wenn du was Gutes tust, dann kommt es zurück. Ja, man hört von Gerechtigkeit in ihren Erzählungen. Gerechtigkeit wo? In welcher Welt lebt ihr denn? Ich hab so viele Menschen kommen und gehen sehen. Ich hab wenige geben, aber viele viel nehmen sehen. Denen geht es heute blendend, da stehen sie mit vollen Händen und reden nicht mal mehr drüber, wer früher mit ihnen kämpft. Es ist erschreckend, wie unglaublich hässlich manche Menschen werden, wenn sie ihre falsch lächelnde Maske absetzen. Es ist nun gut, wenn du selbstlos bist und den Menschen viel gibst, oder nicht? Ich mein, hey, du wirst ständig gefickt, oder? Ich bin verrückt, aber ich glaube nicht an den Himmel. Meiner Meinung nach wird nach dem Leben verschimmelt. Es stimmt, das Glück liegt auf der Straße und spuckt Blut und die ganze Welt hat sich versammelt und guckt zu. Ich bin nicht von dieser Welt, ne andere Spezies. All diese Regeln, nach denen ich lebe, gehen hier nicht. Nicht auf dieser Welt, was ich auch für richtig halte, saug mich hin. Manchmal glaub ich, ich bin nicht von dieser Welt. Ich fühl mich hier nicht zu Hause. Nichts, woran ich glaube, stimmt zumindest nicht auf dieser Welt. Was soll ich anders machen? Ich hab keine Lust, mich anzupassen. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich fühl mich hier nicht zu Hause. Nichts, woran ich glaube, stimmt zumindest nicht auf dieser Welt. Was soll ich anders machen? Ich hab keine Lust, mich anzupassen. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich fühl mich hier nicht zu Hause. Nichts, woran ich glaube, stimmt zumindest nicht auf
Ich meine, natürlich ist es Chris, ist ja gar keine Frage. Ich meine, guck mal, du bist auf der Bühne, verstehst du? Die Leute kommen, um dir zuzuhören. Eigentlich arbeitest du auf Partys, Mann. Was gibt's denn Geileres, als immer nur auf Partys rumzuhängen, wie dieser Beat-Bandit? Ständig Menschen um dich rum, immer betrunken, Alter, immer Keter, ist doch der Knaller. Ich hasse deutschen Rap, echt, ich höre nur noch Elektro. Selbst jetzt, wo ich rappe, läuft im rechten Ohr Techno, im linken Ohr Goa. Boah, geiler Mann. Feier rein ohne Drogen. Leider nein, ich geb mir immer noch die Kante wie zu Passbox-Zeiten. Frühsport heißt 10 SMS, es tut mir ganz doll leid schreiben. Meine Freunde meinen, muss man langsam klarkommen. Und sie haben recht, LSD-Pool, Arschbombe. Ich bin schizophren, sobald ich saufe, kommt der Mach raus. Ein Mittelpunkt, Neurose, Drogenfreak, gib mir Applaus. Ich kann nicht vor mir abhauen und nicht mit mir leben. Ich will mich ändern, aber lasse nicht mit mir reden. Mann, du verschwendest dein Talent, das muss ich mir nicht anhören. Dann mach ich eine Nachtparty und hab eine Woche Upturn. Ey, Mach, wann kommt dein Album? Wenn ich wach bin, ich glaub ich hör auf mit diesem Schwachsinn. Ja, Schwachsinn. Oh, meine Nase geht noch. Nee, lass mal. Komm, ich geb aus, Morre. Ey, nee, wirklich nicht. Alter, komm schon, lieg doch schon da. Sieh jetzt. Nein! Doch! Okay. Ist es nicht ein Wunder, dass dein Kopf noch geht? Okay, die eine oder andere Schraube fehlt. Aber ist es nicht ein Wunder, dass dein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Kopfplatte? Ja, es ist ein Wunder, dass dein Kopf noch geht. Es ist kein Wunder, dass die eine oder andere Schraube fehlt. Es ist ein Wunder, dass dein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer. Ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch geht? Okay, die eine oder andere Schraube fehlt, aber ist es nicht ein Wunder, dass mein Kopf noch ganz ist? Der Kopf platzt, ich kotz fast, ich kann nicht mehr gehen. Vielleicht hilft eine Nase Schnee. Wow, Bomben-Idee. Mein Körper symbolisiert mir, für heute reicht's. Stopp das. Und mein Gehirn sagt Spaß. Ich bin erwachsen, ich sollte inzwischen wissen, wann Schluss ist. Aber am Suff ist mir alles Latte, das Leben ist lustig. Und dank all diesen Mädchen hat der Spaß erst ein Ende. Wenn dann jeder, den du kennst, sagt, dass er dich nicht kennt. Denn du bist nicht mehr derselbe Mensch, dein Spiegelbild fremd. Inzwischen gefällt dir selbst nicht mehr, was du über dich denkst. Und du kämpfst, dich zu ändern, du denkst, sich zu ändern wäre leicht. Aber nein, du bist längst nicht mehr frei. Denn wenn eine Lein liegt, dann erwacht dieses Biest in dir. Gib sie dir, zieh sie, da liegt sie schon, siehst du, sie riecht nur. Es liegt Kerosin in der Luft. Verdammt, gib mir den Scheißschein, aber morgen ist Schluss. Und der Morgen kommt, du weißt, du hast es versaut. Und der Fremde im Spiegel steht da und lacht dich aus. Du hast verloren, du weißt es und es regt dich auf. Ich hab nie aufgehört zu kämpfen, bitte gib mich nicht auf. Ist es nicht ein Wunder, dass dein Kopf noch geht? Okay, die eine oder andere Schraube fehlt. Aber ist es nicht ein Wunder, dass dein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Kopfplatte? Ja, es ist ein Wunder, dass dein Kopf noch geht. Es ist kein Wunder, dass die eine oder andere Schraube fehlt. Es ist ein Wunder, dass dein Kopf noch ganz ist und nicht auf dem Niveau einer Kopfplatte. Oh ja, es ist ein Wunder, dass dein Kopf noch geht. Es ist kein Wunder, dass die eine oder andere Schraube fehlt. Es ist ein Wunder, dass dein Kopf noch ganz ist. Wenn er zu lange auf Peace wartet, Cowboy und Indianer heißt die Zuhälter und Mafia-Pate. Schatz, nimm die AK und gib mir eine von den Handgranaten. Jeder nickt, wenn der Papa dicke Beats bastelt. Meine Frau erkennt man an der Schminke auf der Skimaske. Das ist real, also was, wenn einer Witze macht? Wir sind Gangster, bei uns so aus wird nie gelacht. Gangster Family. Opa, meine Frau, mein Kind und auch Oma ist ein G. Gangster.
Gangsters. Keiner legt sich mit uns an, wir sind die Gangster-Family. Was bitte? Was bitte? Sei so lieb. Meine Vision von einer heilen Welt des Menace to Society. Das ist wie man sich im Ghetto verhält. Unsere Kinder kommen mit kugelsichere Weste zur Welt. Selbst mit meinem Bazooka schieß ich nur von schräg oben. Schon im Buddelkasten hab ich Schützengräben ausgehoben. Vor dem Krabbeln konnte ich robben. Jetzt mach ich Taschengeld. Ich hab von meiner Mutter Schutzgeld erpresst. Ganz egal wie viel ihr seid, ich sag. Oh, hey, Schatz, bist du ja, da? Ja, ich mach jetzt was zu essen, ja? Oh ja, mach mal, coole Idee. Ja, aber deinen Scheiß räumst du nur weg, ja? Ich nehm noch den. Ja, mach ich auf jeden Fall. Okay. Wo war ich jetzt? Ganz egal wie viel ihr seid, ich sag, kein Mann genügt. Ich hab mein Tippo, Leute, Tarnfarben angesprüht. Das ist Krieg, ich scheiß auf dein Army-G. Ich surf die Welle der Gewalt durch mein Kampfgebiet. Ob Geburtstag, ob Weihnachten, ob Easter. Wir feiern Familienfeste immer auf dem Schießplatz. Das ist real, also was, wenn einer Witze macht? Wir sind Gangster, bei uns so aus für Igel. Mein Opa, meine Frau, mein Kind und auch Oma ist ein G. Legt sich mit uns an, wir sind die Gangster-Family. Gangster, schmeißt die Atombomben in die Luft. Gangster, schmeißt die Atombomben in die Luft. Gangster, schmeißt die Atombomben in die Luft. Gangster, Atombomben in die Luft. Mein Gangster, meine Frau, mein Kind. Gangster, ist ein G. Gangster, keiner legt sich mit uns an, wir sind die Gangster-Family. Gangster, meine Frau, mein Kind, Gangster, ist ein G.